Wenn 3a gleich 8b gleich 5c ist, mit a, b und c streng positiv, dann muss eine dieser fünf doppelten Ungleichheiten richtig sein. Starten wir von dieser doppelten Gleichheit. Hier steht, dass 8b dasselbe ist wie 5c. Also das Achtfache von der Zahl b ist gleich zum Fünffachen von der Zahl c. Daraus können wir natürlich sofort schließen, dass b streng kleiner als c sein muss. Hier steht noch, dass 5c gleich 3a ist. So, also das Fünffache von der Zahl c ist gleich zum Dreifachen von der Zahl a. Das bedeutet, dass c streng kleiner sein muss als a. Also haben wir b streng kleiner als c und c streng kleiner als a, woraus wir sofort diese doppelte Ungleichheit schließen. B streng kleiner als c und c streng kleiner als a. Das ist also die richtige doppelte Ungleichheit. Die richtige Antwort ist also B. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.